So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge und für mich für einen neuen Tag zu ATS. Achso, meine Kamera hier noch einstellen. Bing. Sie haben ihr Ziel erreicht. So, mal kurz gucken hier. Das sollte falsch, 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 falsch. Das. So. Audiomäßig sollte alles passen. Ja, heute die letzte Aufnahmesession für mich vom American Truck Simulator, weil dann haben wir 56 Folgen und damit werden wir dann in der nächsten Session dann erstmal wieder Euro Truck aufnehmen, ne? Sehr, sehr geil. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir überhaupt waren. Ist schon Ewigkeiten her. Und ja, ich nehme jetzt auch gerade nicht am Wochenende auf, sondern es ist gerade Donnerstag, der 28. Weil sich ein paar Klassenkameraden mit mir treffen wollen. Ja, als ob ich nichts Besseres zu tun hätte, als mich mit Klassenkameraden zu treffen, Alter. Soziale Verpflichtungen. Leck mich am Arsch. Ja, dementsprechend nehme ich heute schon ein paar Tage früher auf. Auch wenn ich noch ein paar Folgen im FIFO habe. Aber gut, so ist das halt. So, soundmäßig hat scheinbar alles funktioniert. Dann können wir direkt mein Mikrofon. So. Ja, können wir direkt loslegen. Wir haben keine Mission gerade. Okay, wo sind wir überhaupt gerade? Ist ja schon wieder ein paar Tage her. Mache er hinne. So, wir sind hier. Wow, wo sind wir denn hier? Ah, stimmt. Hier haben wir diese eine Ehrenrunde da gedreht. Ah ja, genau. Das war ja auch die Stelle, wo wir da so mit dem Einfahren Probleme hatten, wo der Hänger so scheiße lang ist. Ah, okay. Langsam kommen die Erinnerungen wieder hoch. Nennt sich auch Traumata. Ja, zur Traumabewältigung müssen wir noch nicht. Der LKW sieht von vorne so geil aus. Also, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Der LKW sieht von vorne so unendlich geil aus mit dem Kühlergrill. Kühlergrill, sag ich schon. Mit dem Kuhfänger. Ja, wow. Kamera for life. Ist hier schon wieder los? Ist doch geil. Ist das geil oder was? Okay. Hallo. Gut, wir sind gerade irgendwo, wir sind halb müde, wir sind halb verdurstet. Sollten wir uns erstmal pennen packen irgendwo? Der nächste Schlafplatz ist dahin. Ja, komm, da dudeln wir mal schnell hin. Da ist Musik in meinen Ohren. So. Ah, schön großen Bogen ziehen hier. So, das Problem ist nur unser Herr Auflieger. Der schwenkt auch nach hinten hin aus, ne? Weiß ich jetzt nicht, ob wir hier rumkommen. Ich werde also jetzt schon mal direkt reinziehen und hoffen, dass das so passt. Keine Kratzgeräusche. Scheint also geklappt zu haben. So, dann dongeln wir mal hier die Straße lang. 40 dürfen wir. Ja, schon bewölkt hier draußen. Nee, nee. Das schon wieder ein Wetter, Leute. Das hält sich im Kopf näher aus. Oh, wir waren zu schnell. Aber ja, klar. Direkt verkackt. Uah. Na, keine Züge? Voll die Schweinerei hier. Was? Jeden Tag ein bisschen langsamer. Wo kommt der Bus daher? Achso. Ich dachte, wir können einfach geradeaus durchfahren, aber da hinten müssen wir lang. So. Straße ist erschreckend frei. Zumindest das, was ich einblicken kann. So. Hör ich einfach auf zu blinken. Reicht das? Ja. Linke Spur ist frei. Sehr gut. So.
Da vorne ist bei so eine Werkstatt. Warte mal ganz kurz. Lohnt es sich da irgendwas zu machen? Wie ist unser Zustand? Der Zustand ist erschreckend. Und die doch geht eigentlich. Hä? Verstehe ich gerade nicht. Wir haben 1400 plus 800. Da kommen wir auf ungefähr 2200 Euro. Ha? Wie können 8% von 2200 Euro 850 Euro sein? Das, hä? Vor allem, wo kommt, nee. Also, 2200 Euro, 8%, das kommen wir ungefähr bei 1200 Euro raus. Bei 800, also, das, ich, egal wie man das hier zusammen konstelliert, man kommt nie auf diesen Wert. Wo haben die diesen Wert her? Kann man, würfeln die den einfach oder was? Sehr suspekt. Na gut, also zur Werkstatt müssen wir auf jeden Fall erstmal nicht. Wie sieht es ansonsten aus? Wartet mal ganz kurz, muss erstmal wieder reinkommen hier. Unsere Fahrer, wie geht's denen gerade aktuell? Er ist guter Dinge, er ist auch guter Dinge, sie ist auch guter Dinge und er ist auch guter Dinge. Okay, das ist schon mal alles gut aus. Sind alle noch beim Fernfahren erlernen. Die beiden sind hier schon fast fertig, was sehr geil ist, by the way. Die haben alle noch keine Auflieger, ne? Die müssen wir alle noch irgendwie Auflieger spendieren, kaufenderweise. Oder wir erweitern unsere Firma erstmal. Haben wir schon eine weitere Garage gekauft? Nee, ne? Okay, also wir hätten hier noch einen Platz und wir haben hier bei uns, da wo wir jetzt gerade sind, noch zwei Plätze. Also drei Fahrer können wir noch einstellen. Da brauchen wir aber erstmal noch Geld für weitere Trucks. Haben wir eigentlich gerade einen Kredit am Laufen? Oh ja, wir haben gerade Kredit am Laufen sogar. Okay. Das heißt, wir haben derzeit keinen Rahmen mehr für weitere LKWs. Also bleibt das alles erstmal so, wie es ist. Ob du willst und nicht. Fahrer, Auflieger, lalalala. Okay, gut. Also zur Werkstatt brauchen wir nicht. Dann machen wir mal hier. Lass mich hier durch. Wie er sogar stehen geblieben ist, Alter, was ist denn los mit dem? Ah, der hinter mir aber nicht, der ist natürlich richtig schön aufgefahren. Was ist ein Hurensohn? Ich kenne deine Mutter. Und glaub mir, die Bekanntschaft ist nicht schön. So, da vorne ist die Tankstelle und das Bett. Da vorne. Ah, Uhrzeit? Nee, doch. Temperatur oder was? Was wird denn angezeigt? Ach so, Diesel. Ich bin verwirrt. Ach so, hier ist für Autos. Okay. Wir müssen da hinten hin. Hier kommen wir am günstigsten rein. Oh, guckt euch mal das hier an. So schöne Steinchen. Ah, nee. Ach, schade, ist nur Kies. Ich dachte, das sind richtig so eine alten Kopfsteinpflaster. Straßen oder Abstellbereiche hier. Aber nee, ist einfach nur Kies. Oder schon mehr grobe Steine. Kies ist ja doch ein bisschen feiner. So, hier müssen wir auf jeden Fall rein. Ja, sieht schon mal gut aus. Aber da vorne ist halt die Tankstelle. Kann ich eigentlich direkt so reinbiegen hier. Wollte alles passen. So. Hätten wir das mit dem Tanken auch gleich erledigt? So. Und dann packen wir uns gleich mal Pen. Oh, ob ich hier rauskomme? Eieiei. Ah, doch, sieht gut aus. Bist du zu weit gelenkt? Ne. Nope. So, parken wir mal hier schön auf dem Rasen. Kommen wir mal hier hinten lang. Ja, direkt hier am Zaunpen, easy. Haha, lol. So, jetzt wachen wir natürlich mitten in der Nacht auf, ne?
Das ist natürlich Kacke. Vor allen Dingen sichert sich überhaupt nichts. Da vorne ist ein LKW. Okay. Das wird mir gerade doch ein bisschen zu eng, wenn ich mal ehrlich bin. Oh, er ist ungefähr im Level aufgestiegen. Vielleicht war das jetzt eine ganz dumme Idee. Aber er sagt, ich sehe es hier gerade scheiß. Also da ist ein LKW und hier ist ein LKW. Komme ich an dem LKW rechts vorbei? Müsste ich eigentlich, ne? Ja, doch, wenn es hier keine Alpha-Wand kommt. Voilà. Scheiß die Wand dann. So, bitte lass hier keine Alpha-Wand kommen. Weil das ist das, wovor ich gerade am meisten Angst habe. Aber sieht eigentlich alles gut aus hier. Geil. Cool. Ja, hat doch super geklappt. Wir sind mitten auf dem Rasen. Sehr geil. Okay. Das heißt, wir suchen jetzt mal eine neue Mission hier. Aufträge. Frachtmarkt. Da. Wo? Hat er nicht schon letztens Dynamit gehabt? Boah, 100.000, Alter. Oha. Komplett einmal nach oben. Ich meine, wenn wir hier wenigstens Strecken haben können, die wir noch nicht abgefahren sind, wäre es ja gar nicht mal so schlecht. Aber ich würde mal sagen, das kriegt man schon zusammen, oder? Wir nehmen erstmal an. Okay, here we go. Again. So, Straße ist gerade erschreckend frei. Da kommt einer. Achso. Sah gerade so aus, als wenn er auf der linken Spur wäre, aber der war auf der rechten Spur. Lol. Bin ich ja ganz umsonst auf die Mittelspur gezogen hier. Nee. So. Ach, leck mit der Marsch ist genau da, wo wir herkamen, ne? Ah, nee, ist hier. Achso, ist ja gar nicht für Linksabbieger. Hallo? Alter, was ist das denn schon wieder für Ruckler? Oh. Ja. Kacke. Mein Rechner ist gerade dabei, was zu konvertieren. Und eigentlich war er damit fast fertig. Aber nach dem Konvertieren musste er jetzt die Datei verschieben. Und belastet damit die Festplatte, auf die auch das Spiel hier liegt. Die liegt nämlich nicht auf meiner SSD. Daher kam gerade dieser Mega-Ruckler. Naja, was soll's. So, wetten, jetzt in der Nacht, wo man nichts erkennt, kommt ein Zug. Wetten? Ja, aber... Ey, da willst du... Weißt du, manche Sachen sind einfach so predictable, ja? Wie der neue Deutsche sagt. Es ist doch zum Heulen, oder? Ernsthaft? Guck mal, man erkennt nichts vom Zug, überhaupt nichts. Ist das ein Scherz? Ist das ein Witz? Ja, kannst weit kommen, fahr einfach weiter hier. Ich. Danke. Das ist doch nicht wahr. Es ist doch einfach nicht wahr. So, wir müssen nach rechts, okay. Ich will sterben. So. Frachtmarkt. Wir wollen das Ding einmal annehmen. Wo müssen wir da hin? Da? Are you crazy? Oh, doch, da kommen wir relativ gut hin. Okay, gut. Alles gut. Ja, komm, fahren wir jetzt mal dahin. Und dann...
Naja, kommt relativ gut hin. Ist natürlich mit so einem langen Auflieger relativ leicht gesagt. Ach, hinten ist auch noch eine Straße. Ja gut, dann kommen wir hier locker voran. Jutchen. Easy. Ist das gut oder was? Was ich aber nicht verstehe, bei dem Auflieger. Wow. Hinten bei den. Hey, halt. Da. Diese Steine hier hinten sind als Alpha-Wand. Definiert. Deswegen kommt da die Kamera nicht hinter. Egal, was ich sagen wollte, ist, warum ist bei einem Auflieger, der hinten die Türen hat, soll ich so nah an so eine Steinmauer ranfahren? Das macht doch das Einladen super behindert. Also. Oh, und schon spielt die Kamera wieder. Miau. 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 Ein bisschen dumm ist das schon, oder? Okay. Gut. Ja, okay. Motor aus und dann let's go. Was haben wir überhaupt? Ach ja, Dynamit. Für 100.000 Euro. Ah, Einkommen 7.000 Euro. Jetzt, wo es Nacht ist, kommen 10.000 Züge. Wollt ihr mich eigentlich alle ficken? Was ist mit diesem Spiel? Es ist doch nicht wahr. Jetzt, wo man halt nichts erkennen kann, ja? Ich sag doch, dieses Spiel hasst mich. Aber doch klar, dass das was Persönliches ist. Nee, nee, nee. Vor allen Dingen, warum so kurze Züge? Die sind ja gerade mal, weiß nicht, weniger als 10 Waggon gewesen. Na gut, ich meine, wahrscheinlich haben sie Angst, dass einem alles andere die Spielfreude nehmen würde, wenn ihr erstmal so ein Zug mit 100 Waggons lang fährt. Was in Amerika keine Seltenheit wäre, muss man dazu sagen. Ja, also ist nicht so wie hier in Europa, wo Güterzüge vielleicht so ein paar 20 bis 40 Wagen haben. Und dann ist gut. Nee, nee. In Amerika hast du eher so 100 bis 200 Wagen. Na gut, wenigstens die auf dieser weiten Strecken fahren, jetzt die innerhalb in so einer City hier fahren. Jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber wie gesagt, lange Züge in Amerika ist keine Seltenheit. Aber so ein wie gerade eben, der war ja gar nichts. Aber wie gesagt, wahrscheinlich A, kommt es hier nicht darauf an, wie lang die Züge sind. Und B, wenn sie zu lang wären, würde es wahrscheinlich den Spielern, die auf die Züge scheißen, eher nerven, dass man hier so ewig dann auf die Züge warten muss. Was wie gesagt in Amerika so ist. Ja. Wenn du da die siehst, dass die Schranken runtergehen, dann weißt du ganz genau, okay, kannst du den Motor abschalten und dir erstmal Kaffee machen. Weil die Züge sind A, scheiße lang und fahren B, nicht allzu schnell. Das heißt, wenn so ein Zug mit 100 Waggon kommt, dann dauert es schon mal so seine 3-4 Stunden, bis der vorbei ist. Also jetzt, ne, aber so, ne, so, damit du mal wisst, was so, ne. Wieso habe ich da eigentlich keine Ampel? Hä? Ach, hier ist ein Stoppschild. Wow. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass eine Ampel grün wird. Gut, da ist alles voll. Wow, ich komme da nie rein. Weil von da bin immer egal. Let's go. Wie er mich sogar reinlässt, der Blaue. Alter, wie. Oh, ey. Not bad, not bad.
So. Wenn wir jetzt uns mal hier auf den Weg machen, dann können wir uns jetzt mal eine Strecke raussuchen, wo wir noch nicht so viel abgefahren sind. Ja, weil der schickt uns natürlich überall da lang, wo er uns auch sonst lang schickt. Aber guck mal, hier waren wir noch nicht. Hier hinten aber schon. Achso, weil wir da hinten waren. Okay. Ja, das macht Sinn. Egal, ich würde trotzdem gerne hier lang. Und dann da lang. Und dann... Ja gut, hier hinten ist nicht mehr so viel. Außer wir fahren hier unten rum lang. Macht das actually Sinn? Ah. Aber gut, wo müssen wir hin? Wir müssen nach da oben. Ja, dann passt es doch. Da können wir doch hier lang fahren. Hä? Hallo? Danke. Genau, hier waren wir auch noch nicht. Sehr geil. Aber viel mehr, ich meine, hier oben waren wir überall schon, aber hier gibt es nicht so viele Alternativen, also welche die Sinn machen. Gut, ich meine, wir könnten hier lang fahren, ja, aber trotzdem hier oben den ganzen Bereich, was? Wieso schickt der, was ist denn hier los? Hä? Wieso schickt der uns jetzt? Ah, okay, so. Na, haben wir zumindest ein paar Strecken, wo wir noch nicht waren. So geht so, so semi-mäßig so. Okay, let's go. Drive safe. So, bei der Strecke brauchen wir 3 Stunden, eigentlich 33 Stunden. Wow, 33 Stunden und 33 Minuten. und wir haben 62. Alles easy, alles im grünen Bereich. Hörchen. Sehr, sehr geil. Klingt auch nach einer schönen, schnuckligen Fahrt, die garantiert so ein paar Folgen brauchen wird. Autsch. Ey, was ist denn hier los? Autobahn ist frei. Was? 35 auf der Autobahn? Achso. Oder vielmehr auf dem Freeway. Ich habe übrigens jetzt vor kurzem... Ist mir bewusst geworden, also ich wusste es wahrscheinlich schon ein bisschen länger, kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen. Aber mir ist letztens wieder klar geworden, dass ich eigentlich immer Scheiße erzählt habe, wo ich gesagt habe, dass wir hier auf den Highway fahren. Weil das hier ist kein Highway, sondern ein Freeway. Der Unterschied, also ne, wenn es so überhaupt stimmt, was ich jetzt hier laber, ich hätte vielleicht mal bei Wikipedia nachgucken können, wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Aber soweit ich weiß, ist der Unterschied zwischen Highway und Freeway der, dass man bei einem, jetzt muss ich überlegen, also der Freeway heißt Freeway, weil er frei von Intersections ist. Also Ampeln, Bahnübergängen, Kreuzungen aller Art. Das heißt, man hat nur seine Strecke und Auf- und Abfahrten. Ja, das ist der Freeway. Und der Highway ist einfach nur eine Straße mit einem High Amount of Traffic. Ja, das ist so die Eselsbrücke oder vielleicht leiten sich davon auch die sogar die Namen ab. Aber das ist so die Eselsbrücke, die ich mir damals halt so zurechtgelegt habe. Oder ich habe es direkt so gelesen. Wie gesagt, weiß ich jetzt im Nachhinein nicht mehr. Aber wie gesagt, das hier ist also kein Highway, weil Highway ist einfach nur jede Straße, wo viel Verkehr ist. Sondern tatsächlich ein Freeway. Ich werde es aber garantiert wieder nach ein paar Folgen vergessen haben und später in irgendwelchen Folgen wieder von Highways reden, weil ich solche Straßen immer in meinem Kopfgehirn mit Highways in Verbindung bringe, warum auch immer. Ja, aber nur, dass ihr mal gehört habt, also das sind in Wirklichkeit keine Highways, sondern Freeways. So. Hätten wir das auch mal erklärt, ne? Jetzt soll er hier auch meinem Bildungsauftrag gerecht werden. Wieso hat er gerade gepiept? Ich war doch gar nicht so schnell, oder? Ich bin gerade unbewusst vom Gas gegangen, weil er hier angefangen hat rumzupiepen, aber ich war doch gar nicht so schnell. Oder war da vorne eine Langsamfahrstelle? Sehr suspekt. Auf 75, geil. Wow, für 3 Meter dürfte man 75 fahren. Jetzt aber wieder für 3 Meter oder? Ah, wir beschleunigen einfach mal.
Und jetzt schauen wir mal, was da kommt. Ah, schön Sonnenaufgang. Naja, noch ist nicht viel von Sonnenaufgang zu sehen, aber man sieht schon am Horizont, dass er ein bisschen heller wird. Also bald ist Sonnenaufgang. Aber es ist ja gerade mal 5 Uhr. Wobei ich das Gefühl habe, hier in dem Spiel sieht der Horizont immer etwas heller aus als der restliche Himmel. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es in Amerika actually ist. Vielleicht ist es da tatsächlich so. Aber hier in-game fällt schon ganz schön auf, dass egal wie dunkel es ist, egal wie spät es in der Nacht ist, am Horizont ist es immer etwas heller als oben. Ne? Wie gesagt, vielleicht kenne ich das auch nur von hier Europa aus nicht, aber weil man hier den Horizont meistens gar nicht sieht, ne, bei unserer Urbanisierungsgraden. Aber hier mit diesen weiten Strecken fällt schon auf. Oh, guck mal, da Sonnenaufgang. Well, ich wollte eigentlich nicht auf die linke Spur. Aber bei rechts machen die gerade eh, was auch immer sie da gerade machen. Von daher, let's go. Sonnenaufgang. Sonnenaufgang! Warum sind da Häuser? Ich will keine Häuser. So, machen wir hier Licht aus. Kann man den Sonnenaufgang noch ein bisschen mehr genießen? Ich meine, ist natürlich jetzt nicht gesetzlich so vorgesehen. Dafür ist noch ein bisschen zu dunkel, aber gerade so auf Landstraßen, wenn du so, also wenn du halt da fährst, wo du jetzt nicht unbedingt Licht anhaben solltest, finde ich persönlich eigentlich so, gerade so bei so einem Aufgang oder so einem Untergang, wenn es also noch Dämmerung ist, finde ich ohne Licht fahren viel angenehmer. Wie gesagt, kann man natürlich so nicht jetzt einfach so machen, weil man muss natürlich für andere Verkehrsteilnehmer ja noch sichtbar bleiben. Ja. Das heißt, spätestens wenn dieser andere Verkehrsteilnehmer einer ist mit Blaulicht, hat man in der Regel verkackt in dem Moment. Aber trotzdem. Ja. Ohne Lichtfahren schafft mehr Atmosphäre. Auf jeden Fall. Was ist denn hier los? So, ich fahre mal hier auf unsere Spur wieder. Wobei da vorne schon wieder ein LKW ist. So. Ach, schon wieder so eine Wolkendecke hier. Was ist denn los hier? Ah, geht ja eigentlich schon einigermaßen. Aber wirklich freundlich sieht es nicht aus. Muss man auch mal dazu sagen. Können wir uns eigentlich bald mal wieder hier so einen Rastplatz suchen? Zeit ist mittlerweile fast am Aufgebrauchtsein tun. Und wir haben gerade mal 2 Ingame-Stunden rumbekommen. Na gut, ich meine, wir haben ja auch noch hier getankt und gepennt und alles. Da bin ich mal gespannt, wie lange wir für diese 1700 Meilen brauchen, wie viele Folgen. Das ist natürlich schon ein schönes Stück, ne? 1700 Meilen. Vor allen Dingen, wenn wir immer viel zu langsam fahren, man, wir dürfen schon in der 75. Aber dieses Gewächse von diesen Geschwindigkeitsbegrenzungen, das geht mir so auf die Eier. Wenn die Schilder, die hier vorne gerade aufgepoppt sind, sind wir 65er. Ach, leck mich doch. Wer macht sowas? Ich meine, gut, hier im Spiel ist es noch besonders krass, weil ja die Skalierung, also ne, weil die Strecken ja mächtig zusammengeknautscht sind. Und dementsprechend dann natürlich auch die Abschnitte, wo eine Geschwindigkeit gilt, zusammengeknautscht sind. Im Echten ist natürlich so eine Strecke, wo 65 oder 75 fahren darf, wesentlich länger. Da macht das auch Sinn. Aber hier in-game ist das halt nur nervend.
Schon echt krank. Wann ist eigentlich die nächste Park-Lounge? Wo sind wir? Wir sind da hinten. Die nächste Park-Lounge? Nee, das sind wir zu sehr abseits. Ist aber die einzige in der Nähe? What the fuck? Alter, was ist denn hier los? Holy moly. Ja gut, dann machen wir direkt doch da Pause. Ich hoffe, es ist auch die richtige Abfahrt. Ja, doch, da vorne ist es. Ach so. Okay. Ich dachte gerade, hier ist nur das Ding hier, was da zur Garage gehört, was wir also nicht nutzen können. Aber hier hinten ist auch noch eins. Alles gut. Ich hab grad meine Strecke zurückgesetzt? Nee, ne? Wir haben nur noch 1600 Meilen? Hä? Nö, hat er so gelassen. Hatten wir nicht gerade eben noch 1700 oder so Meilen gehabt? Oder war das schon etwas länger her? Jetzt bin ich verwirrt. Obwohl, die Zeit ist noch geblieben. 31 Stunden. Also das scheint zu stimmen. Oh ja, wer weiß. Nein! Nein! Oh mein Gott! Es tut mir alle so leid. Egal, hat keiner gesehen. Guckt euch diesen Schatten an, Alter. X6600, Digga, Weight Tracing. Dies, das, Ananas. Gucken wir mal, wo wir hier Pause machen können. Irgendwie kommt das Spiel mit diesen langen Auflieger, ehrlich ja. Mit diesen langen Auflieger nicht klar. Ich muss hier immer so komisch, ne, die Parktaschen reichen gar nicht aus, dass mein Auflieger, also ich mit Auflieger, so normal reinpassen. Ja, da muss ich immer so komisch stehen. Oder komplett quer stehen oder so. Das ist doch Katastrophe hier. So, ich wollte doch gar nicht pennen, oder? Nee, ich wollte hier nur Pause machen. Ich schon wieder. Ach, das ist doch scheißegal, Alter. Das ist ja ein Trick, kacken Arschkanten, Bitch. So. Oh, gut. Dann soll es auch mit der Folge so gewesen sein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es denn dann heißt, die restlichen 1600 Meilen abfahren, ne? Bis dann.